Hallo, liebe Bewohner. Es ist Donnerstag, der 26. November 2020, 14.17 Uhr, hier auf Nimmerland. Unser diesjähriges Schlimmfest dauert noch bis Mitternacht. Kommt und feiert mit uns die reiche Ernte. Ein echter Weltklasse-Koch wird uns auch den Festplatz bekochen. Wer da zu spät kommt, ist selbst schuld. So, damit sind wir für heute am Ende. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ja, und damit herzlich willkommen zu Animal Crossing. Spaß. New Horizons. Der letzte Part war schon ein bisschen länger her. Ich habe auch ein bisschen was an der Insel gemacht. Wie man vielleicht schon unten rechts etwas erkennen kann. Ich habe nicht wirklich viel gemacht, aber ich habe ein bisschen was gemacht, ja? Also, ne? Leute. Victor, was hattest du gestern zum Abendessen? Willst du das nochmal essen? Dann sag Bescheid und ich sag dir, welche Chips am besten dazu passen. Ah ja. So Leute, wie ihr seht, es gibt neue Sachen tatsächlich. Es gab ein Update. Vor einer Woche, glaube ich, oder so. Und heute findet halt das Schlemmfest-Event statt. Ich bin gespannt. Denn, ne? Der November ist bald weg und dann kommt die beste Jahreszeit ever. So, ich zeige euch mal eben ganz kurz die neuen Sachen, die ich hier habe. Die Farben sind, glaube ich, nicht neu, meine ich. Die Frisuren sind aber neu. Wir haben das hier. So, Lockenkopf. Eine Glatze haben wir jetzt auch. Und so ein Afro. Die waren, glaube ich, nicht neu, ne? So, dann Augen hatten wir keine neue, da auch nicht. Ja gut, das war's auch schon. Genau, das sind die neuen Sachen. Dann gibt's neue Emotionen. Hier. Oh ne, nicht du. Warte. Ich weiß gar nicht, wie ich das hier... Loben, Aufregung, bitteschön, Yoga. Da, tada, super. Ja, und noch andere Leute. Und noch andere. Dann würde ich sagen, dass wir jetzt erstmal das Schlemmfest machen. Und danach durchsuchen wir kurz die Insel. Oh, habe ich Kürbisse mit? Nee, habe ich nicht mit. Wir müssen mal eben Kürbisse holen. Mal eben ganz... Ah, ja. Das zeige ich euch gleich alles da oben. Ich habe nämlich hier überall schon mal ein paar Bäume hingepflanzt. Dass wir, wenn Schnee hier ist, wir es hier wunderschön haben. So, hier haben wir jetzt noch Zweier. Dann nehme ich die mal. So, das reicht doch schon. Ja, ich denke, das reicht. Ich bin gespannt. Ja. Ne? Leute, mir geht's gut. Uni ist ein bisschen anstrengend tatsächlich. Denn mit Corona und sowas ist das alles ein bisschen blöd. Aber naja, kann man nichts machen. Bist du... Ne, warte, wie redet denn so ein Koch? Bist du etwa einer der hiesigen einheimischen Gubli-di-Gulbl? Genannt mein Name, meines Zeichens Meisterkoch. Ich soll euch hier im Auftrag von Nook Inc. bewerten. Am Schlemmfest wollen wir uns mit einem Festmahl aus frischen Zutaten für die ertragreiche Ernte bedanken. Und wer kennt sich mit Westmalen besser aus als wir Tutäne? Deshalb hat man mich eingeladen. Leider befindet sich das diesjährige Schlemmfest noch in der, wie soll ich sagen, Konzeptionsphase. Dabei hätte ich eigentlich alles parat, um eine köstliche Muschelsuppe zu vorbereiten. Was mir noch fehlt, wäre ein paar lokale Zutaten. Ohne die Gucke, ich spreche wirklich in die Bratrohre. Mit nur 3 Teppichmuscheln könnte ich meinem preisgekröntem Rezept den letzten Schliff verpassen. Normalerweise kümmert sich mein So-Chef um das Besorgen sämtlicher Zutaten. Wie soll ich bloß auf die Schnelle jemanden finden, der für mich nach schmackhaften Schalentieren greift? Ja, ich mach das. Okay, 3 Stück wir haben, ne? Ich denke, das kriegen wir hin. Ich dachte, der nimmt irgendwas von uns. Ich wollte ihm nämlich die Kürbisse einfach geben. Naja, okay. Dann durchsuchen wir jetzt erstmal den Strand. Ja, die Bäume, die stehen da noch. Zum Museum müssen wir heute tatsächlich auch. Habt
vieles abzugeben. Wirklich vieles. Hier ist nichts. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wieso ist da immer nichts? Ich verstehe nicht. Nicht ich verstehen. Oh, ich habe so eine richtig coole Badewanne bekommen. Die habe ich nur hier hingestellt, weil ich keinen Platz im Inventar hatte. Ja, stimmt. Das Inventar des Hauses, also der Lagerplatz, wurde erhöht. Ich glaube, man kann jetzt doppelt so viele Items in seinem Lager haben, was richtig gut ist. Ich hoffe, das kann man irgendwann nochmal ausbauen. Das wäre ganz cool. Außerdem spawnen jetzt Pilze. Ich weiß nicht, ob wir das schon im letzten Part mal gesehen haben. Ich glaube nicht. So, Flaschenpost, immer wichtig. Und ich habe echt wenig Pilzrezepte. Ich habe schon echt... Ich versuche wirklich, die Kackrezepte hier zu kriegen, ne? Aber es ist schwer. Die Pilzsachen sind echt schwer hier zu bekommen, finde ich. Gefühlt bekomme ich nämlich nie was. Wir müssen mal eben verkaufen. Mein Inventar ist full. Full, full, full. Oh, ich freue mich so aufs Winter-Update, Leute. Da freue ich mich wirklich drauf. Willkommen, Moritz. Hier, ich will was weggewinnen. Und zwar das. Nee. Ja, Kürbisse können weg. Japan-Grabstein. Gymnastik-Shirt. Paar Pikes. Ja, weiß nicht. Ich weiß nie, was ich weggeben soll, Leute. Das ist blöd. Oh, eine Teppichmische haben wir. Jeanskappe, komm, Jeanskappe weg. Bienen war am Boden. Feierabendrock, Lehm kann auch weg. Ja, hier, bitteschön. Aber wie viel kriege ich? 3, 5, 5, 2. Dankeschön. Danke, danke, danke. Morgen habe ich wieder Homeschooling. Also am Freitag. Bin ich mal gespannt. Letztes Mal war es echt nervig. Weil normalerweise haben wir freitags immer nur bis 11 Uhr Uni. Aber wir hatten dann morgens eine Aufgabe bekommen. Ja, ja, das schafft ihr in 90 Minuten, ne? Haben wir die Aufgabe halt bekommen. Um 10 Uhr circa. Und das war eine Horroraufgabe, Leute. Es war wirklich eine Horroraufgabe. Allein 90 Minuten hat man schon gebraucht, um da 10 Seiten durchzulesen. Also wirklich Doppelseiten, ja? Boah, das war nervig, ey. Da hätte ich die Uni am liebsten, ne? Schelle rechts, Schelle links gegeben. Spaß, Spaß. Ah ja, ne? Habe ich das vorhin gesagt? Ich weiß es gar nicht. Ich habe versucht, hier Rhabarber aus Chihiros Reise in Zauberland nachzumachen, weil die Frisur passte. Dazu. Ich suche Teppichmuscheln. Ich gucke die ganze Zeit hier am Rand, ob hier Gilliver oder sowas liegt. Ja, ah, da ist was. Ah, zwei. Zwei. Rhabarber aus Chihiros Reise ins Zauberland. Die böse Hexe ist das. Ich hab's versucht, Leute. Ist mir vielleicht nicht ganz gelungen. Ich wusste auch nicht mal hundertprozentig, welche Haarfarbe die hatte. Ich meine, es wäre so ein Silberton gewesen, ne? So ein etwas heller als jetzt. Aber schon ein Silbergrauton, würde ich sagen. Aber ich hab's, glaube ich, eh nicht geschafft. Ich wollte dann auch nicht nochmal nachgucken. Ja. So, sonst, Leute, es gibt eine Serie, worüber ich mich ein bisschen aufrege. Und zwar Quantico. Ich schaue aktuell Quantico Staffel 3. Und ich muss sagen, die Staffel hat fast gar nichts mehr mit den ersten zwei Staffeln zu tun. In den ersten zwei Staffeln, also Quantico ist eine Schule für FBI-Agenten, zukünftige FBI-Agenten. Und ja, dort lernen sie halt alles. Und während in Quantico Staffel 1 und 2 jeweils ein langer Fall verfolgt wurde, also über 24 Folgen, ja, nur ein Fall, ist jetzt bei Staffel 3 das wie bei Navy CIS oder ähnlichen, dass das alles über einen Fall geht. Also immer nur eine Folge, ein Fall. Und das, weiß ich nicht, gefällt mir jetzt nicht so gut. Hier, nimm die. Huh, hast du etwa die Zutaten, die mir noch fehlen?
Wie, wieso? Pilze? Okay. Bitteschön. Nun sieh das mal eine an. Frische Teppichmuscheln von meinem Mädchenstrand. Welch Prachtexemplare. Daraus zaubere ich die leckerste Muschelsuppe seit Totangedenken. Gut. Ich hab nun alles, was ich brauche. Also dann. Frisch ans Werk. Okay. Ist das keine Suppe für mich tatsächlich? Ich bin nicht so der Fan von cremigen Suppen. Weil die sieht sehr, sehr cremig aus. Ja. Da krieg ich Gänsehaut, weil ich das eklig finde. Dank meines Talents und nicht zu vergessen auf deiner Miethilfe ist die Muschelsuppe nun servierbereit. Für manche Penossen ist Suppe nicht mehr als gewürztes heißes Wasser mit Einlage. Doch gibt man Teppichmuscheln in Suppenwürden, würde wohl selbst ein Suppenkasper an seinen Teller schlürfen. Als Dank für deine Hilfe möchte ich dir gerne etwas schenken, einen Schlimmfest-Teppich. Danke, den schauen wir uns gleich mal an. Eins muss ich dir lassen, für einen Amateur scheint es ein gutes Auge zu haben, was Zutaten angeht. Für den nächsten Gang des Festtagsmenüs spiele ich mit den Gedanken, einen Kürbiskuchen zu backen. Wirst du was erlebt, mir erneut unter die Flügel zu bereiten? Na klar. Och Mann, jetzt muss ich doch noch einen Kürbis holen. Orange und grün. Okay, orange, grün. Ja, blablabla. Orange und grün. Es gibt 4 Mahlzeiten. Okay, ich habe verstanden. Platz haben wir zum Glück. Okay, grün und orange. Grün und orange. Orange. Ich wusste nicht, ich weiß nicht, ob ich den Weg hier 3 lasse. Vielleicht mache ich hier auch 3 hin. Weiß ich noch nicht. Eigentlich gefallen mir 2 besser. Besser. So, einmal den Orangen. Bist du orange, denke ich mal, oder? Oder bist du orange? Och Mann. Nee, du bist gelb. Okay. Och nee. Ja, komm, essen. Danke. So, nimm den Grünen mit. Super. Und weg hier. Weg hier. am 10. Dezember ist die PC. Der Computer Award Show. Da wird es vielleicht was Neues von Harry Potter geben. Ich bin gespannt, Leute. Aber ich. Das geht von 1 bis 5 Uhr morgens und ich weiß nicht, ob ich da wach bin. Ich glaube nicht. Das heißt, ich sehe es dann wahrscheinlich erst Nachmittag. Oder stelle mir den Wecker zumindest auf 4 Uhr. Falls Harry Potter angekündigt worden ist, dann schaue ich mir das schnell an. Frisch ans Werk! Komisches Event. Sieht lecker aus, aber ich mag keinen Kürbis. Wieder ein Rezept, was ich nicht esse, Leute. Ach man. Die warme, cremige und feingewürzte Füllung macht diesen Kürbiskuchen herrlich saftig. Ein Meisterwerk, das ohne deine Hilfe sicher nicht zu bewerkstelligen war. Ja, Schlemmfester, bitte. Denke. So, was brauchst du jetzt? Gratin, okay. Rundpilz und Miesmuschel? Rundpilz haben wir, ne? Ja, Rundpilz haben wir. Miesmuschel. Ist sie im Wasser? Ich weiß es gar nicht mehr. Wir gucken mal ganz kurz. Was haben wir hier denn Neues? So, ich habe wahrscheinlich irgendwas gefangen. Einen Kugelfisch habe ich gefangen. Und ja, das war's. So, Miesmuschel. Tatsächlich. Oh nein. Als ob ich jetzt noch schwimmen gehen muss. Oh Mann. Warte, ich bringe erstmal die anderen Sachen nach Hause. Och Mann, als ob ich jetzt echt schwimmen gehen muss. Ich will jetzt nicht schwimmen. Tauchen, ey. Oh.
Okay. So, erstmal alles ins Lager. Was wir nicht brauchen. Ja, ja, weg damit. Himmelstapete an die Wand, bitte. Oh, die ist schön. Die behalte ich. Die behalte ich. So, ins Lager. Weg mit euch. Haben wir hier den Bürgersteigboden? Zeig mal her. Ja. Okay, tauschen wir gleich eher aus. Denke ich. Schlemmfestteppich. Ach so, das ist nur ein Teppich. Passt du dahin? Alter, wie groß ist denn der Teppich? Okay, dann nicht. An die Wand. Die ist auch gut. Die ist echt gut. Aber ich liebe Himmel. An die Wand, bitte. Ins Lager. Die schauen wir uns gleich noch an. Gleich. Ja, erstmal müssen wir raus. Oh, schön. Oh, ich liebe Wolken, Leute. Wolken unter Wasser, das wäre cool. Das wäre cool. Ah, okay, okay. Warte, vielleicht haben wir ja noch eine Miesmuschel. Das wäre auch gut. Aber ich bezweifle es, ehrlich gesagt. Das bezweifle ich eigentlich sehr. Wie komme ich denn nach rechts? So. Okay, Kammuschel. Seeanemone. Nacktkiemer. Seepocke, Seepocke. Nee, keine Miesmuschel. Ah, schade. Schade, schade, Schokolade. Och nee, jetzt muss ich echt noch tauchen. Ach Mann, ich mag den Tuta nicht. Ich hasse in dem Spiel tauchen. Weil der ist es ganz cool, aber eine Unterwasserwelt wäre cooler gewesen. Mann, Spiel, was soll das? Kackschlemmfest. Wir brauchten das. Naja, geil, ich habe noch ein paar andere Serien geschaut. Ganz, ganz viel auf Amazon tatsächlich. Unter anderem The Blackout. Ist ein Kriegsfilm gegen Aliens. Ist auch sehr, sehr cool. Na, war überraschend gut tatsächlich. Dann habe ich auf jeden Fall, ne, das müsst ihr euch schauen, eine Kriegsserie namens The Motherland. Da geht es um Hexen, die im Militär sind. Und dort trainiert werden. Das ist richtig, ist auch richtig cool, Leute. So, da haben wir die Miesmuschel. Danke. Ja, ich bin der miese Peter, ich weiß. Ja, Motherland ist auch richtig cool, wirklich. Sonst habe ich, glaube ich, aktuell nicht vieles gesehen. Und wenn doch, dann habe ich es vergessen. So, ich habe die Kacke. Ey, geh weg. Unser nächstes Gericht wird ein Gradin. Bla 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 bla. Ja, ja, hab ich doch. Mein Mikro hängt nicht gut. Hier. Ja, 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 das war ja auch fix. Hier, bitteschön. Miesmuschel. Hier kriegst du auch noch eine Auster dazu. Da freust du dich, oder? Ja. Bitteschön. Das ist wirklich sehr lieb von dir, aber ich hätte dich eigentlich um etwas anderes gebeten. Willst du mich verarschen oder was? Oh Mann, und ich dachte, ich könnte dir noch zusätzliches Zeugs geben. Ach, das ist doch ein Witz, ey. Wehe, ich krieg diesen Kochlöffel, ich will den auch haben. Oh Mann, Gernot. Du langweilst mich, du schöner. Trutan. Ich hatte die ganze Zeit Pelikan im Kopf. Ein zuverlässiger Assistent und hochwertiger Zutaten machen einem Koch die Arbeit leicht. Gut, ich habe nun alles, was ich brauche. Also dann. Wie Schanzwerk. Und das sieht auch lecker aus, aber es ist wieder nichts für mich. Ich mag kein Fisch, keine Meeressachen. Nee. Da gibt's jetzt hier mal Pommes oder so. Ja.
Schlimm fürs Bohlen. Okay. Preis für... Oh nein. Sebasch. Ich hab Szenen. Oh nee. Da ist das Menü. Sebasch. Gibt's da gefühlt da überall, oder? Oh ne, das ist gar nicht der Kaiser Schnabbi. Sebasch war es, ne? Wo ist denn er denn? Fürsbarsch? Lachs. Jetzt weiß er eigentlich, wie er aussieht. Das ist der Kaiserschnapper, wo bist du? Meer. Du bist im Meer. Okay. Da ist der Sebasch. Du bist auch im Meer. Okay. Dann hoffe ich mal, dass wir Glück haben, Leute. Dass wir die relativ zügig angeln werden. Oh Gott. Angeln. Das habe ich ja schon aufgegeben in dem Spiel. Das nichts. Angeln wir links lieber beim Steg. Ich glaube ja, wäre glaube ich besser. Der war zu klein, der ist auch zu klein. Okay, ja, wir angeln links. Links kann man besser angeln. Ich dachte, das Event wäre echt kürzer. Kürzer. Aber ist nicht schlimm. Da passe ich nicht durch. Nicht. Oh, da haben wir was. Oh, ne, komplett daneben. So, jetzt aber. Komm her. Oh Gott, jetzt hier drin. So, Sebasch. Ja, okay, Sebasch haben wir schon mal. Sehr gut. Ah, nächster Fisch. Ah. Dann haben wir was Kleineres. Ich glaube, das kann kein Kaiserding sein, oder? Oh, auch direkt. Ne, Rotfeuerfisch. Rotfeuerfisch. Okay. Du bist so, naja. Der andere war, glaube ich, ein Ticken kleiner, meine ich. Oh Gott. Tschüss. Mein Gott. Mein Angeln macht mir immer noch keinen Spaß, Leute. Es tut mir leid. Angeln ist schrecklich. Vor allem, wenn man so nervös ist und nichts falsch machen will. Och man, ich will keine Flunder. Gib mir bitte einen Geiserschnäpper. Ach, das kann doch jetzt nicht wahr sein, dass ich hier angeln muss. Ich will doch nur schlafen. Ach, da. Ist noch was? Och man, jetzt habe ich A gedrückt. Och. Angeln ist wirklich nichts für mich. Darf ich heulen? Ja, ich darf heulen, oder? Ich finde, Angeln ist immer so öde, langweilig, schlimmer als Farmen in irgendwelchen MMOs. Och, schrecklich. Schrecklich. Ich habe heute außerdem Schnitzel mit Kartoffelpüree gegessen. Ja, ich hatte mal wieder Hunger auf Schnitzel. Joa. Und ein Stück Zitrone habe ich auch noch gegessen. Es tut mir leid, dass ich euch zur Folge hätte, ne? Aber ich hasse es, angeln. Zu angeln. Angeln ist so öde. Glaubt ihr gar nicht.
Das glaubt ihr gar nicht. Oh, Mann, wieso drücke ich denn immer A? Ich bin einfach dumm. Ich bin einfach dumm. Es tut mir leid, dass ich A drücke, ja? Mann. Mein Kopf sagt nein, meine Hand sagt ja. Ja. Komm, ich drück jetzt. Ich drück jetzt. So. Oh Gott. Ich hätte fast zu spät gedrückt. Ach, wieder ein Seebarsch. Ist nicht lustig. Was haben wir da hinten? Wahrscheinlich ein Stör oder sowas. Ja, was haben wir da? Stör. Ja, könnte sein. Ja, ein Stör. Sehr schön. Oh, ich hab was hier. Was habe ich freigeschaltet? Ah, Fischen. Sehr gut. Sehr gut. Kaiser Schnapper, komm noch mal vorbei. Auf ein Ei, ja, das muss sein. Komm, kleiner Fisch, zu mir. Auf den Tisch, nicht du schon wieder. Du Rotfeuerfisch, ich brauch nicht. Ich brauch einen Kaiserschnappi. Bist du ein Kaiserschnappi? Ja? Ja? Okay, okay, super. Oh Gott, ging direkt. Ach man, du bist kein Geiserschnappi, du bist ein Mühl. Du bist Mühl. Müll, Müll, Müll. Nintendo hat auch angekündigt, dass nächstes Jahr auf jeden Fall noch weitere Animal Crossing Updates geben wollen. Bin gespannt. Nächstes Jahr sollen dann auch neue Gebäude dazu kommen. Und ich hoffe, dass dann Tom Nooks Laden endlich vergrößert wird, ganz ehrlich. Dieses kleine Ding, ne? Schrecklich. Nee, du bist auf jeden Fall zu klein. Da haben wir noch was? So. Oh, das ist nicht der Seebarsch, glaube ich. Doch, ist er. Ach, Mann. Gib mir mal hier einen ordentlichen... Da ist schon wieder ein Stör. Alter, wie viele Störs spawnen denn aktuell? Okay, da habe ich verkackt. Macht nichts. Also mir macht's nichts. Wenn ich den Fisch eh nicht brauche, aber trotzdem. So. Hier ist gar nichts. Also der kleine Fisch, weg mit dir. Und nochmal einen kleinen Fisch. Und einen größeren. So. Was haben wir hier denn Schönes? Der hat das nicht gesehen, okay. Ja, die Stelle ist da auch nicht so cool. Oh nein, ich habe A gedrückt. Nee, nee. Nee. Oh, das ist ein Geschenk. Komm, du munterst mich da auf, oder? Am besten ein Rezept. Am besten ein Rezept, bitte. Bitte, bitte, bitte. Och man, Geld. Ich will doch lieber ein Pilzrezept haben. So unfair. So unfair. So, Kaiserschnapper, bist du das? Bitte. Ich will nicht mehr.
will nicht mehr. Es ist wieder ein Seebarsch. Ich kotze im Strahl. Ach, nein. Bist du auch kein Kaiserschnapper? Wieso probiere ich es eigentlich? Ja, komm. Ah, tschüss. Kackspiel, ey. Es gibt mir Kaiserschnapper. So besser? Nee. Doch, geht noch. So. Ja, Kaiserschnapper, danke. Oh Gott. Ich war schon fast beim Aufgeben. Oh, schnell, schnell, schnell. Ja, genau, ich zeige euch hier gerade so ein bisschen, ne? Das ist so der Weg nach oben zum Museum. Na, habe ich halt ein paar Bäume hinzugefügt. Und da gehen wir gleich auch noch eben schnell hin. Ich weiß nicht, ob ich den Weg hier schon gezeigt hatte. Keine Ahnung. Auf jeden Fall geben wir ihm jetzt die Kacke, ey. Ja, 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 mach mal jetzt hier. Hier hast du sie. So. Seebarsch und da Kaiserschnapper. Ja, 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 ich bin halt ein toller Typ. Dann zeig mal her. Zeig mal her. Oh, das sieht echt lecker aus, aber ich mag immer noch keinen Fisch. Oh lala, ich möchte mich ja nicht selbst loben, aber solch ein leckerer Bratfisch gelingt einem nur selten. Natürlich hast du auch deinen Teil zu diesem Meisterwerk beigetragen. Wir sind schon ein tolles Team. Gubli-du-gublub, wir haben uns tatsächlich durch das komplette Vier-Gänge-Menü gekämpft. Ohne deine Hilfe hätte ich meine Rezeptideen heute vermutlich nicht umsetzen können. Lass mich dir aus tiefstem Herzen dafür danken und sowohl dich als auch die reichen Gaben der Insel zu ehren, möchte ich dir zudem dieses Füllhorn schenken. Okay. Oh, nichts ist befriedigender, als nach getaner Arbeit auf die Früchte seines Erfolgs zu blicken, stimmt's? Nun, das Schlimmfest hat gerade erst so richtig begonnen, also los, stütze ihn zu Vergnügen. Ja, 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 okay. Bei dir, weil der Zutaten ein wenig vom ursprünglichen Rezept abweicht, falls du nun genauso neugierig bist wie ich, bring mir einfach ein paar Zutaten, die du für brauchbar hältst. Sollte ich damit meine Rezepte veredeln können, will ich dich gerne für deine Mühen belohnen. Cool. Ja, ich hab was. Achso. Oh, Nachbar muss ich fragen. Okay. Mhm. Ja, ich weiß. Okay, du sagst mir nichts. Ja. Mhm. Ja, danke schön. Zumindest nicht verbreitet. Aha. Und ja, ja, cool. Ja. Toll. Bis jetzt konnte mir hier noch niemand helfen. Victor. Ja. Ja, toll. Misusu. Anders soll sie verhalten, blablabla. Achso, die ist traurig, dass sie nicht mehr mit ihr geplaudert hat. Ja, wow, die... Naja, super. Ich hab mit denen geredet, die sagen nichts. Wie... So das denn? Ich hab doch hier Pilze und so. Und Fische. Lächerlich. Bestimmt wäre Obst haben. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, wir gehen mal eben zum Museum. Und danach schauen wir uns noch die Böden an. Hier haben wir nämlich ein paar Bilder tatsächlich.
Hühner. Und zwei Fischis. Ab rein mit uns. Hallo Eugen. Huch, huch, ein Huch, ne, ein, doch Huchel, ne? Ne, Huchen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich will etwas stiften, Herr Eugen. Ich habe hier eine Wasserjungfer, ein Kugelfisch, Bekanntgemälde, ach, deswegen Gemälde haben wir schon, und ein Rätselgemälde. Huhu, gleich mehrere Stücke, dann wollen wir doch mal sehen. Jawohl, jawohl, welche Freude eine solche Spende. Ja. Ja, 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 ja. Nee, danke. Och, nee, ich will nicht stiften. Ja, ja, blablabla. Och, irgendwie gehen mir heute hier die ganzen Charaktere auf die Nerven. Ganz ehrlich. Ich weiß nicht, was mir los ist, aber die gehen mir auf die Nerven. So. Das war es, glaube ich. Die Toteninsel. Ein kleines Boot mit einem Leichnam gleitet still über einen See zu einer klippenumsäumten Insel mit Gräbern. Die Atmosphäre, die das Werk des Symbolisten Böcklin ausstrahlt, ist unheimlich, aber dennoch ruhig. Die Intention des Künstlers war hierbei die Darstellung der inneren Gefühlswelt der Menschen. Okay. Welches Bild war denn das andere? Ja, gut, Leute. Schnell raus hier. So, dann schauen wir uns mal eben die zwei, den Boden an und den Teppich. Und dann war es das tatsächlich schon wieder mit Animal Crossing fürs Erste. Ich denke im Winter dann ein paar. Ich denke im Winter kommen mehrere Parts als jetzt nur über Weihnachten. Denn im Winter spiele ich auch viel, viel lieber dieses Spiel. Ganz ehrlich, ja. Ehrlich. So, dann wollen wir mal eben hier kurz schauen. Also wie gesagt, den Weg hier habe ich gemacht. Oder war schon vorher da. Dann habe ich hier oben ein paar Bäume gemacht zu Thomas. Gut. Ich meine, die Wege hätte ich auch gemacht. Ja, kann sein. Habe ich hier ein Haus hingemacht. Dann dachte ich, sieht auf der Karte eigentlich ganz gut aus, wenn da so drei Häuser nebeneinander sind. Und das war's dann, glaube ich, auch schon. Ah ne, ich habe den Berg hier hinten noch gemacht. Hinterm Rathaus. Genau. Warte, wir müssen hier kurz wegen Pilzen gucken. Die will ich einsammeln. Ne, keine da. Genau, den Berg hier hinten habe ich noch gemacht. Ja. Okay. Gehen wir mal eben nach Hause. Wo habe ich denn Platz für einen Teppich? Ich glaube rechts. Hier dürfte, glaube ich, nichts sein, oder? Bin mir nicht sicher. Ne, hier ist nichts. Perfekt. So. Füllhorn, zeig mal her, bitte. Ah, okay. Cool. Brauche ich aber nicht. So, auf dem Boden. Oh, okay. Ja, oh, der Teppich ist schön. Das hier, ja, okay, ne? Ja. Ja, Leute, das war's dann für heute mit Animal Crossing. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann, euer Kamitor 3 und ciao.